Leute, heute drehen wir den 5-Teil-Stern mit mir. Ja, und dann kann es doch mal losgehen. Los geht. Das ausgewählte Fohlen ist Mia. Was? Ja, es ist Mia. Ich muss jetzt auch einen Klon erstellen. Das wird funktionieren, sage ich dir. Ich weiß ja nicht, wie alle deine Pläne wird der Plan scheitern. Seit wann bist du hier der Schlaukopf? Keine Ahnung. Komm nie wieder vor meinen Augen und verschwinde jetzt! Okay. Ich werde jetzt nur noch einen Klon von mir erstellen. Und dann bin ich mir und diese Sterne los. Sind sie stehen geblieben? Wo sind sie stehen geblieben? Wer? Die Zwerge. Uns auf die Seite zu hauen. Achso, okay. So, was meinst du gerade? Diese Zwerge sind doch auch nicht, der jetzt kommt. Hä, er hat uns doch den Weg gesagt. Das ist alles Aberglaube, jetzt komm. Hä? Aber er hat uns doch wirklich gesagt. Jetzt komm einfach, ihr erzählt ja eh nur blöd. Wieso müssen wir denn immer so viel gehen? Ich habe gar keine Lust zu gehen. Weil wir sonst nie ankommen werden. Oh Mann, aber ich habe auch keine Lust auf gehen und, ich habe überhaupt nie Lust auf gehen und... Ich bin eben ein faules Fohlen. Dann sagt euren Eltern, dass sie mehr mit euch bewegen machen sollen. Oh. Fohlen werden hier einfach unser nächstes Lager aufschlagen. Unser nächstes Lager in dem Zwergewald? Zuerst beschwerst du dich über Zwerge. Und dann willst du hier ein Lager aufschmeißen. Nein, übertreib's mal nicht. Wir bleiben jetzt einfach hier. Hier ist es auch sicher. Okay. Stern, leg dich nicht drauf. Wieso? Oh, sonst löst du wieder deinen Alarm auf. Dann wo sollen wir uns dann drauflegen? In der Durchgangchen. Oh Mann. Soll ich in Stehen schlafen oder was? Überall, wo ich mich hinlege, löst es ein Alarm auf. Ja, du bist doch ziemlich tollpatschig. Ich mache jetzt ein Nickerchen. Ich auch. Ich habe einfach keine Lust mehr zu gehen. Ich auch. Bis ihr schläft, hol ich Futter. Wie schon Spaß mal danach dabei. Gedacht, wo, wieso zauberst du dir nicht einfach Futter? Du bist doch... Jetzt ist sie weg. Ein Einhorn. Wirklich. Jetzt, ich hoffe, uns begegnet nochmal ein netter Zwerg, weil ich habe keine Lust, wirklich? Dem bösen Zwerg zu begegnen. Aua. Stern! Oh nein. Oh nein, Stern, was hast du angerichtet? Oh nein. Oh nein. Hallo? Oh nein, du machst jetzt schon so komische Geräusche. Hilfe! Oh, Hilfe. Fool, stopp! Was ist? Das ist nicht ein netter Zwerg. Ich bin nett. Nein, du bist es nicht. Und woher willst du das wissen? Du hast rote Striche. Hä, was macht denn das aus? Was macht das jetzt wirklich aus? Ja. Die netten Zwerge haben wieder alte Zwerggrüne genähte Dinge da. Aber böse rote. Jetzt hast du mich entlarvt. Ich entführe die Fohlen. Was? Das machst du doch jetzt nicht in Ernst. Wo ist Stern? Wo ist der Zwerg? Stern, hey, dummer Zwerg. Er ist verschwunden. Ich hole ihn jetzt wieder her. Komm, Mann! Dann klingt der Kram, Fuli! Los, wir müssen Wald. Ich such sie von oben. Such du den Wald. Okay. Hallo. Hallo. Das ist hier der gute Zwerg. Hallo, guter Zwerg. Hallöchen! Bist du da, uns zu helfen? Vielleicht. Du hilfst uns jetzt. Okay, okay, okay. Ich sag euch, wie ihr eure Freundin wieder bekommen könnt. Schaut mal hinter den Pflanzen. Hinweis. Toller Tipp, du Zwerg. Mann, wieso bekomme ich immer Rätsel? Es reicht mir mit Rätseln. Zuerst Einhörner mit Rätseln, jetzt Zwerge, danach noch Dämonen oder was? Oder Drachen? Oh. Was ist das? Da. Mia, ich habe Schlüssel gefunden. Ich werfe sie dir mal zu. Was? Schlüssel? Das ist das Beste, was mir gerade passieren konnte. Siehst du, ich habe die Schlüssel gefunden. Auf jeden Fall. Was wollen wir jetzt hier damit anfangen? Ja, meistens immer so ein Rätselparat. Ja, an diesem Dingbogen muss man die dran machen. Echt? Glaubst du, da kommt Stern wieder? Mach ihn doch schnell. Probieren wir es aus. Stern! Bist du wirklich oder träum ich? Nein, du träumst nicht. Keine Angst. Wo warst du? Wo waren wir? Du warst weg. Kannst du mal aufhören, immer Zwerge vorbeizurufen? Das passiert eben. Ich würde sagen, wir schlagen hier doch kein Lager auf. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Okay.
Und ja, Leute, das war's jetzt auch mit dem fünften Teil. Und hoffentlich hat es euch gefallen. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.